Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Wolf und New Colossus. Wir sollen jetzt zur Sektion F und einen Atomsprengkopf holen. Max Haas. Der Max. Wer ist denn am Gewinnen von den beiden? Max. Max hat gewonnen? Nein. Max. Nein. Max Haas. Nein. Max Haas. Nein. Max Haas. Nein. Max Haas. Nein, das kann nicht sein. Du Schummeichel. Was ist denn los? Der geht ja ab. Obwohl Max gewonnen hat. Hey, wir brauchen diesen Atomsprengkopf. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Ich bin ja schon unterwegs. So, schauen wir mal. Jetzt müssen wir mal zur Sektion F. Da geht's zum Labor. Wie kommen wir denn zur Sektion F, Max? Hast du das neue Trainingshaus in der Stadt? Hier mal runtergehen. Ah! Angenehm, sind wir gleich richtig gegangen. Ja, dann betreten wir mal die Sektion F. Vielleicht sind ja auch noch welche unten im Sport, wer weiß. Ach, ist das nicht die Sektion, wo wir vorher waren? Wenn er das schon wegschiebt. Ich fisch mal den Atomsprengkopf raus. Gut, halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, fisch mal den Atomsprengkopf raus. Ja, sehr gut. Was haben wir denn hier für ein... Toll, da haben wir noch zwei. Beilwurf, das ist ja. Das kann ich ja schon alles. Ja. Okay, uninteressant. Das bringt uns ja auch nichts. Gehen wir mal weiter. Ne, schaut doch ein bisschen anders aus als vorher. Soll ich hier hoch oder? Ah, okay. Hier kommen wir runter. Ja, müssen wir hier lang. Er springt einfach runter. Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Carolina? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Für Atemer oder wie viel Luft habe ich denn unendlich? Oder mit dem Anzug? Scheinbar, ich habe nichts gesehen jetzt. Mal aus. Muss wahrscheinlich da durch dann, oder? Hier kommen wir nicht hoch. Dann gehen wir mal hier runter. Aber Ihr Anzug und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anja, Ihre Stimme. Wie Balsam. Meine Stütze. Ja. Was haben wir hier? Eine Karte. Wahrscheinlich von der Sektion F. Ah, hier. Oh, das ist ja doch ganz groß hier, das Gelände. Würde mich jetzt wundern, wenn hier kein Gegner wäre. Aber ich sag jetzt mal nichts. Ja. Drohnen zumindest mal. Hey, komm. Hier haben wir nochmal Rüstung. Laskowitsch. Ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ja, ich zähle gut. 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Kälteschlafkammern? Was heißt jetzt das schon wieder? Also das U-Boot ist doch der reinste Horror. Ja, komm, spring runter. Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Stromversorgung wiederherstellen. Ja. Natürlich. Komm. Waffe aufnehmen. Musste das jetzt sein? Ja,
Sind das überhaupt Menschen, das, die Viecher hier? Und bei Strom bin ich voll. Bin ich mir echt nicht sicher. Rüstung. Ja, nee, ich mag die Waffe behalten, auf jeden Fall. Die Waffe fetzt. Läuft hier einer? Hier unten könnte ich wieder aufladen, aber brauche ich nicht. Nee, da kann ich nicht lang. Okay, jetzt muss man bloß noch finden, wo es weitergeht. Ich muss ja runterspringen, aber... Wenn sie mich noch hören können, dann... Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Limit erreicht. Diese Last muss ich selbst tragen. Da war doch gerade irgendwas. Irgendwas wird mir hier schon rot angezeigt. Also das sind die Tanks. Ach nee. Oh. Er lebt auch noch. Da war auch nochmal zwei Kammern. Sollen wir lieber die Diesel nehmen? Die Laser ist doch eigentlich ganz geil, oder? Nein. Was hatte der denn? Der hatte auch nichts. Ach hier, können wir unten durch, oder? Ja. Tür auf. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich rausgehe, dann öffne sich die Tür. Also, ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Na, bleib noch zu. Gehen wir mal hier hoch. Ja, super. Meine Waffe ist weg. Na komm. Ja, diese scheiß Drohne, ey. Kommt der Scheiß her? Nee, da rein komme ich nicht. Ich ahne schon wieder Böses. Da sind schon wieder so Tanks. Leute, Leute, Leute. Da war Granate. Ja. Boah, wie viel halten denn diese Schweine aus? Oh! Fuck. Jetzt hat. Das habe ich aus so einer Waffe. Echt keinen Bock mehr auf die, ey. Oder Rüstung. Das sind ja nochmal Tanks. Mich wundert, dass hier nicht noch einer rauskommt. Und so ein Quatsch, dass es hier nur vier sind. Oder fünf Tanks, was sie da gesagt hat. Hier habe ich schon wieder so viel Munition. Ich ahne Böses. Ich ahne Böses, Leute. Ja. Komm. Wow. Das war hier eine Dauerproduktion von denen, oder? Okay. Weil hier sind ja schon die nächsten. Okay. Atomsprengkopf nehmen. Grace,
Ich hab den Atomsprengkopf. Super, bringen Sie ihn dem alten Knacker. Seth, ich habe ihn schon gebrieft. Das ist ja schnucklig. Vorsicht, Riese, der ist empfindlich! Was ist? Schauen Sie mich mal an. Sie sehen blass aus. Ist Ihnen übel? Haben Sie Fieber? Geht mir gut. Alles bestens. Alles bestens? Na gut, ich muss hieran arbeiten. Sie müssen sich ausruhen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Tun Sie mir einen Gefallen. Gehen Sie vorher noch zu Grace. Sie ist in der Zentrale, in Carolines altem Zimmer. Mal schauen, was sich ausgedacht hat. Ja, Herr White. Hey, haben Sie schon mal mit Gott gesprochen? Gott? Die Karte habe ich schon wieder gefunden. Sprich mit Grace. Und was hat er gesagt? Ich warte immer noch auf seine Antwort. Eine Konzeptart. Oh. Warum? Mist. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas erklären, was ich gesehen habe. Was haben Sie denn gesehen? Was ist da los mit Wade? Ich habe Straßen am Himmel. Daher gehen wir mal zu Grace, würde ich sagen, oder? Max ist auch nicht mehr da, der ist wahrscheinlich bei so einem Schweinchen. Öffne mal die Tür. William? Oh, was ist jetzt los? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Jetzt kommt ja vom Klo raus. Nun, perfektes Timing. Die Toilette geht. Specie, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann. Weißt, die beiden sind zusammen. Abgefahren, Boss. Laskovic, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass-1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal was. Ja, vielleicht mal was. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mir zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Oh no. Ach, Carolina. Ich hab's fast. Schauen wir mal, Tanke auf. Saut. Schauen wir mal. Ich hab sie gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte. Nicht sie. Ich steche den Regimeschweinen das Messer gerne in die Seite. Mhm. Rechts vom Becken. Sehr gut. Dann drehe ich. Hacker Control. Hey. Ach, okay, Scheiße. Das ist neu. Ach, hier haben wir noch eine Spielkarte. Was ist los, Hattie? Diese Strahlennarben auf meinem Bauch. Die jucken in letzter Zeit wie die Hölle. Es ist so schwer, mich nicht zu kratzen. Hier war doch noch was, oder? Wir haben doch diesen Wissenschaftler, Seth, glaube ich. Hier haben wir noch was zum Lesen. Vielleicht hat er ja irgendeine Seite oder sowas. Ich weiß nicht. Ja, hallo. Zum zweiten Mal schon. So, noch eine Spielkarte. Wer immer das ist verdammt gruselig. Ich denke mal, der Hangar ist irgendwo oben, oder? Was haben wir hier?
Setzlabor? Nee. Mal noch weiter rum wahrscheinlich. Ja, so wurde es echt gut gemacht, muss ich sagen. Ja, hier ist der Hangar. Ich fühle mich wie in einem Sarg. Wir sind sicher, Barbara. Wie schon die Waffe in die Hand? Probe mal zum Pflegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Ich soll den auftanken. Welchen denn jetzt? Hier? Da hinten ein oder hier den? Ach, hier. So, dann tanken wir den mal auf. Ich brauche wohl mehr Diesel. Ach, hier. Limit erreicht. Ja, jetzt. Also muss ich hier noch ein paar Mal hin und her rennen. Sehr gut. Nachladen. Muss ich den mit der Dieselkanone aufladen? Ach, warte mal, ich muss da, glaube ich, draufbleiben. Jetzt halt. Dem Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen. Tanken wir mal noch die Waffe auf. Die macht ja auch gut. Bums. So, zu Grace zurück, dann gehen wir mal runter zu ihr wieder. Das haben wir echt cool gemacht, die Homebase. Was ist los, Mann? Ich muss hier runter. Ja, ich springe hier einfach runter. Und da sind wir schon bei ihr. Dann hören wir mal an, was sie vorhat. Oder nein, Leute, wir machen das im nächsten Teil. Bleibt auf jeden Fall dran und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Nox. Bis dann. Ciao.